Wenn du in iMovie ein neues Projekt anlegst, oben rechts mit dieser Plus-Taste, so wirst du gefragt, ob das ein Film oder ein Trailer werden soll. Ich wähle in diesem Fall Trailer. Und unter diesen hübsch gestalteten Vorlagen findest du sicher eine, die zu deinem Thema passt. Ich wähle gleich Bollywood, um ein kitschiges Porträt meines Gartens zu erstellen, tippe auf Erstellen und als erstes muss ich die Informationen zu meinem Trailer ausfüllen. Also das braucht einen Filmtitel natürlich. Hier kannst du den Studionamen auswählen oder anpassen, den Logostil und alle Personen, die mitarbeiten, in diesem Fall jetzt fiktive Personen, lasse ich gleich so wie es ist und dann tippst du auf Storyboard und hier siehst du nun den Ablauf deines Trailers. Du hast Texte, die du anpassen kannst zwischendrin und du hast diese Platzhalter für die Filmschnipsel und die kannst du entweder direkt mit der Kamera aufnehmen oder indem du auf deine bisherigen Videos zugreifst. In diesem Fall tippe ich mal hier hinein und da kannst du den entsprechenden Ausschnitt wählen und über dieses Pfeilchensymbol wird automatisch dieser gewählte Ausschnitt eingesetzt. Du hast also keine Möglichkeit, die Länge dieser Clips noch anzupassen. Das ist eine Einschränkung, die du in Kauf nehmen musst, wenn du so arbeitest. Schon ist der nächste ausgewählt und selbstverständlich kannst du auch Fotos dazufügen. Eins ums andere. Wenn du die Fotos auswählst, so kannst du die Position noch ändern, wie durch dieses Bild hindurch gelaufen wird. So soll begonnen werden und das Ende soll dann ausgezoomt sein. Vielleicht so. Naja, und dann kommt wieder ein Zwischentitel. So, schauen wir mal das an, wie es bis jetzt vorliegt. Ja, du siehst, es ist sehr einfach hier etwas recht Hübsches zusammenzustellen, aber natürlich braucht es entsprechendes Bildmaterial. Es macht also Sinn, dass du dein Projekt gut planst und zuerst dieses Material sammelst, sonst hast du wahrscheinlich deutlich länger, wenn du für jede Einstellung erneut nach draußen rennen musst, um eine Einstellung zu suchen. Wenn du fertig bist, so gehst du wieder zur Übersicht mit diesem Pfeil hier in der Mitte. Und hier hast du die Möglichkeit, den Film zu präsentieren oder auf verschiedene Arten zu teilen oder in anderen Apps zu öffnen. Und selbstverständlich, falls er misslungen ist, auch zu löschen.